Ja, ist zum jetzigen Zeitpunkt bei uns etwas anders. Wir haben natürlich schon über das Jahr für die Zukunft geplant. Das heißt also, auch Winterpause haben wir schon Transfers getätigt. Das war damals Philipp Zulöschner. Louis Samson kommt zurück, die uns auch schon über das Jahr hinaus weiter begleiten werden. Zum Zweiten steht unser Kader eigentlich so gut wie. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir relativ wenige Abgänge gegenüber anderen Vereinen. Das heißt, aktuell haben wir uns verlassen Mario Kvesic, der eine neue Herausforderung sucht und wir auch bei ihm alles Gute wünschen. Und zum Zweiten sind jetzt zwei, drei Spieler, die auch eine neue Herausforderung suchen werden. Im Hintergrund wird natürlich aktiv an dem Kader gearbeitet. Das heißt, im Grunde genommen auf gewissen Positionen, wo wir vielleicht noch Schwächen sehen, dass wir dort Versteigerungen sehen. Und da sind aktuell schon neue Spieler im Gespräch, Verhandlungen eigentlich relativ weit fortgeschritten. Und das werden wir dann auch zum gegebenen Zeitpunkt bekannt geben. Ich denke mal, nächste Woche wird dann mehr passieren werden. Es sind andere Namen noch im Gespräch. Es kommen jeden Tag neue dazu. Es ist halt in Aue einfach etwas anders. Andere Vereine können natürlich im Grunde genommen, was Transferzahlungen angeht, mehr ausgeben, was wir nicht können. Wir geben das aus, was wir haben. Das war mal unsere Devise. Auch in Zukunft unsere Devise wird das so sein. Das ist nicht das eine, ist das Geld, was die Garantie ist. Es muss der Charakter stimmen. Es muss im Grunde genommen auch die Tugenden von Aue angenommen werden. Und alles das ist das, was wir auf Spielerprofile setzen. Und wenn der Spieler noch davon überzeugt ist, wir überzeugt sind, dann finden wir auch die passenden Spieler wieder. Wir holen junge Spieler, die wir gerne in Aue ausbilden wollen, haben sie auch in den letzten Jahren gezeigt, die dann auch den nächsten Schritt bis in die Bundesliga gegangen sind, weil ja auch das Umfeld und auch die Infrastruktur einfach das hergibt, die Trainer dazu passen, die Spieler auszubilden. Ist natürlich dann klar, wenn man dann Spieler, die im Grunde genommen gerade bei Emma, typisches Beispiel, den kann der eigentlich niemand und ist dann während der Saison zur U21-Nationalmannschaft mit aufgerückt, dass natürlich dann die Interessen woanders geweckt werden. Und dass wir natürlich dann, obwohl wir ihnen eigentlich im Grunde genommen auch den Marktwert mitgegeben haben, außen vor sind, ist schade in der Situation, aber es ist das Fußballgeschäft. Ja, es wird noch wirklich was passieren. Also gerade Spieler, letzte Saison haben wir es gewusst, wir haben im Grunde genommen ja auch damals mit Pascal Destreau, haben wir im August verpflichtet. Und der Markt selber bewegt sich wirklich extrem gerade, sodass wir eigentlich fast jeden Tag eine neue Mannschaft gründen könnten. Aber wir sind aber auch mit den Spielern zufrieden, die wir haben, die uns die zweite Liga gehalten haben. Und wir sollten auch an unsere Spieler glauben, die wir zurzeit aktuell unter Vertrag haben.